Okay, so geht das nicht. Hier aber zweiten. Verliere ich hier zu viel oder so? Ja, ich wollte jetzt zweiten beide Kurven fahren, damit ich nicht mehr kurz schalten muss im dritten. Ich bremse wieder zu spät. Ich muss wieder angewöhnen, früher zu bremsen, damit ich früher aufs Gas gehen kann. Egal, das ist letzte Runde. Puh. Cool, Mann. Miau. Overboost, das ist mal geil. I'm a Profis, I'm a Profis. Was mit dem? Was mit dem? Kannst du nicht vorstellen? Mal schnell schiffen und tu die nächste File zum Encoden. Dann habe ich das Encoding endlich. Zeig gleich. Komm gleich.
platform Zentran 145-36. Alexa, setze Timer 65 Minuten. Eine Stunde und 5 Minuten, ab jetzt. The guy ahead has just posted a 146.02. Der Xen ist Ada! Hallo Xen, was läuft? Krass. Eieiei. Also ich muss sagen, der Ferrari, den habe ich auf Nürburgring getestet, fand ich nicht geil. Er ist auch jetzt nicht der geilste, aber ich finde, er fährt sich gut. Falls du Bock hast, Xen, ich habe den neuen Porsche rein, 2021 Version. Ich habe jetzt von jeder Marke nur am einen aktuell drin. Wir wechseln ja morgen die Strecke. Und heute ist halt dann Last Day zum Testen für die neue Strecke. Ich weiß, das ist ein RSR GTE. Alles gut. Die 2017er Version ist der Stock im Spiel drin. Die haben wir getestet. Fährt sich gut, aber die 2021er ist ultra schnell. Wenn du Bock hast, kannst du den mal testen. Ich finde den krass. Da habe ich eine 1.43.9 gefahren. Ist jetzt nicht geil. Ich habe nicht reingeschwitzt, aber ich war in dem Augenblick stolz auf mich. Und ich habe heute irgendeinem Tom zugeschaut, der mir erklärt hat in einem YouTube-Video, wie die Strecke funktioniert hier. Aber du kannst sie nicht so nachfahren, weil die Strecke doch anders ist als bei ACC. Besonders die Curbs kannst du nicht gerade durchfahren. Aber ich habe jetzt nochmal den Ferrari rein, den Jaguar, Lexus und den Bentley nochmal. Einfach mal probieren, bevor es morgen auf die nächste Strecke geht. Und ich werde morgen und übermorgen noch ein paar Veränderungen vornehmen. AC-Projekt geht in die nächste Phase, Version 2. Mit Gexle. Wir sind gestern noch ein paar Rennen gefahren. Das Rennen war gestern schon unglücklich für mich. Erste Runde verschaltet.
Und dann noch ist noch TJ mich reingerannt, aber nicht so schlimm, dann konnte ich zumindest 18 Minuten kurz ins Bett und meine Krämpfe versuchen, irgendeine Kontrolle zu kriegen. Wir sind nachher noch Rennen gefahren. Bin mit dem Mercedes Rennen gefahren, gegen die Porsche. Hatte ich gewonnen, weil die Porsche-Fahrer zu viele Fehler gemacht haben. Aber nachher Porsche gegen Porsche habe ich verloren. Ich muss sagen, ich fand den Ferrari echt doof, aber ich finde ihn doch nicht schlecht. Vielleicht ist es ja auch von Strecke zu Strecke anders. Und den Porsche, den du jetzt hast hier, der ist schon wild. Der ist von United Race Design oder so. Ist, glaube ich, auch nicht so unbekannter Modder. Da war die 20er, 21er und Sprint-Version drin. Ich habe mir von irgendeinem Tom, irgendeinem Profi bei anscheinend ein guter Fahrer bei ACC angeschaut. Keine Ahnung, wie er die Strecke beschrieben hat in 20 Minuten. Da sehe ich nichts, Pupsi. Ach so, ja, ich bin ja mit dem komischen Ding da drin. Ich muss da vielleicht den, ja, ich habe hier in der Küche nicht den normalen Chatter, den ich habe. Ich habe normalerweise im Wohnzimmer Chatterino. Aber wie konnte ich den Ferrari so beschissen finden nach Nürburgring? Ich weiß nicht. Hier finde ich ihn okay. Ich sehe hier nichts. Ich bin im OBS, ist im Chat eingebunden. Ich müsste mein normales Chatfenster, Chatterino sehen. Das habe ich aber nicht hier in der Küche, das habe ich in ihrem Wohnzimmer. Da ist auch 7TV, Frank, ist alles mit drin. Aber ich habe nicht genug Monitore hier, um das mir alles anzuzeigen in der Küche. Weißt du? Wollte ich eigentlich Poxy? 1,42 gleich, Schweinerei. Aber doch, hier sehe ich alles. Also ich sehe, Kanale-Modes Frankers und Better Twitch TV. Chat. Erscheinungsbild, Abzeichen, Emote-Menü, das kann ich gar nicht rüberziehen. Kanalpunkte, Bitch-Cheering, Verhalten, Abzeichen, ja, keine Ahnung, wo ist dieses 7TV, willkommen. Add-ons, doch 7TV Emotes aktivieren. Habe ich. Jetzt sehe ich alles. Jetzt sehe ich, was du da gemacht hast.
Jetzt sehe ich alles. Ah ja. Jo, geht, habe ich. Habe ich nur aktivieren müssen. Ja, nein, das hatte ich bei mir halt ausgeschaltet, weil ich nicht wusste, was es ist. Ist das Zungenlecken oder was? Ich habe mir den Ding angeschaut hier. Wie heißt der? Den Tom Juer. Der hat das erklärt. Keine Ahnung. Die OCCler von euch kennen ihn bestimmt. Vielleicht ist der ein Profi, was auch immer. Tom Juer hat das erklärt. Ja, jetzt sehe ich das. Der ist heftig, Xantern, oder? Der ist von uns. Der hat's gut erklärt. Jede einzelne Kurve, warum man die fährt, wie man die fährt. Fand ich gut gemacht. Aber das ist halt eine andere Strecke hier. Es ist die gleiche Strecke, aber nicht identisch. Fangen wir es mal so. Die Curbs und die ganzen Sachen, die er erklärt hat, sind halt hier nicht. Was aber auch nicht schlimm ist. Es reicht schon, wenn er erklärt hat, wo einige Kurve, wenn man sie fährt. Und dann die Bremspunkte findet man hier auch raus. Also ich fahre halt ein anderes Auto und ne, also ich kann es nicht so machen, wie er es im Porsche erklärt hat. Was heißt denn von euch? Bist du auch im Yeet-Team oder was? Oder wie das Ding heißt? Und hier hat er erklärt, dass man komplett über den ersten Curb drüber fahren soll, hier. So, komplett drüber hier. Dann jetzt hier gerade halten und hier mit dem Ding, das kannst du vergessen hier. Das Auto wird zerstört und du kriegst einen Cut. Das geht hier nicht. Und er hat gemeint, falls das Auto zu sehr hoch springt, dass es zu tief gelegt hat, aber es geht trotzdem nicht hier. Habe ich hier probiert. Macht nichts. Ich habe mir das angeschaut und habe mir einige Sachen versucht zu merken und nachzufahren. Ich habe nach dem Video habe ich meine Zeit nochmal immens verbessert, weil ich bin mehrere Kurven auf verschiedene Art und Weise gefahren, gefühlt 10 verschiedene Art und Weise. Und er hat mir dann gesagt, hey, das ist die Weise, ist richtig. Und dann mache ich es halt so. Weil wenn du eine Kurve 10 verschiedene Art und Weise testest und nicht weißt, welche du nehmen sollst, weil manchmal Zeit schlechter besser ist, dann bist du durcheinander. Ja, die Curbs sind hier komplett anders. Was ja auch okay ist. Was ja auch okay ist, du musst dich halt anpassen an das Auto, an die Strecke, an das Spiel. Das ist ja nicht schlimm. Wer weiß, wie die Curbs im nächsten Spiel sind, weißt du, ich mein? Das ist halt die latest Version von der Strecke. Ja, falscher Gang. Ich kann hier nicht vierten durchpesen, ich muss dritten nehmen. Aber was sagst du zu dem 2021 RSR? Es reicht ja auch, genau. Das Grobe reicht ja auch. Es reicht ja nicht einmal das Grobe, sondern einige Kurven präzise Sachen zu wissen. Warum man die fährt, wie man sie fährt. Grob und einiges genauer, klar. Gut, wenn jetzt hier kein Curb ist und er sagt beim Curb bremsen, ey, dann schaue ich mal was anderes an. Dann schaue ich mir jetzt halt einen Grashalm da. Aber wie stark der ist. Also ich habe noch vieles vor in AC. Es werden noch ein paar Sachen kommen. Ich habe heute früh schon, ich glaube, 2 Stunden habe ich schon wieder rumgewerkelt, Notizen gemacht.
einige Webseiten besucht. Vielleicht muss man auch wieder was investieren. Aber ich mache das für euch gerne. Für die Community. Egal, ob jetzt mehr oder weniger mitfahren, ist mir egal. Ich freue mich ja drüber, dass es funktioniert. Wie ich schon immer gesagt habe, ich alleine brauche keinen Server. Ich bin zwar fett, aber ganzen Server für mich brauche ich nicht. Anders bei Pupsi, weißt du? Der furzt den ganzen Raum voll. Der braucht eigene Halle. Free. Clear left. Ja, ist halt Tatsachenbeschreibung, was soll ich machen? Tatsachenbeschreibung, weißt du, die Wahrheit ist manchmal wild, weißt du, ich meine? Endlich die Encodings reingetan. Er tut gerade das Encoden, was ich zuletzt aufgenommen habe. Endlich bin ich damit in den Encodings aktuell, wenn wir hier fertig sind. Ich habe 4 Tage hinterhergehangen. Ich war auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich meine Zeit, wo ich wieder sage, da kann ich nicht verbessern, weil das ist halt mein Skill. Und das ist auch okay so. Das ist einfach der Skill, der endet hier und fertig. Kann ich nochmal verbessern, aber jetzt merke ich gerade, dass ich wieder das anders mache. Nach einmal kurz aufstehen, muss mich halt genau darauf konzentrieren, was da passiert ist. Und alles fit im Schritt. Pussy. Das freut mich. Was steht denn am Wochenende an? Es ist zwar noch Donnerstag heute, aber morgen ist ja vielleicht ein kurzer Tag auch bei dir. Ja, deswegen haben sie dich ja übernommen, weil sie nervt, weißt du? Damit du die Nerven teilst. Ich versuche diese Curbs immer schneller zu nehmen, aber das schaffe ich nicht, ich habe nicht so viel Grip. Einkaufen müssen wir unser Unternehmen. Ja, das ist doch schön. Da ist es doch schön. Einfach den Tag auf sich wirken lassen.
einfach 4 Zehntel verloren, keine Ahnung. Ich versuche die schneller zu fahren, aber es geht mit dem Auto nicht. Ich muss da dritten Gang nehmen. Ich schaffe das nicht. Ich versuche auch die Kurve hier schneller zu nehmen, aber es geht nicht. Schade. Schade, hat Bock gemacht. Ah gut, dann fahre ich sie so, wie ich sie halt geübt habe. Das passt schon. Ich brauche meine Zeit nicht mehr verbessern. Das war's schon. Naja, machst du um 13:30 Feierabend, denken sich nichts mehr aus. Dann passt es schon. Your exit is clear. Watch the white line. Yellow flag. Das passt dann. Dann probiere ich nicht mehr viel aus. Akzeptiere ich, dass es das ist, was ich kann und fertig ist. Passt, ja? Also ich habe mich, finde ich, also heute habe ich mehr wieder gelernt als die letzten Tage, was das angeht. Aber hier anbremsen und im vierten... Jetzt sehe ich sogar, was da steht. Unterstrich Phantom added Emote EZGI. Okay, passt. Jetzt habe ich das totale Überwachen von Pupsi freigeschaltet. Jetzt sehe ich, was du auch machst hier. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ist das ein ganz, ganz kleiner Pepeker mit Schnurrbart oder was? Was ist mit dem? Ich finde es schon okay, dass ich halt meine eigenen Zeiten halt immer wieder fahren kann. Plus minus Zehntel halt. Oder auch 2 Zehntel. Die heißen Pepe sind mega süß. Hä, das ist doch ein Pepega. Das ist der gleiche Scheiß. Hast du Mutsch geaddet? Das ist ein böser Pepega. Sector 2 is 1.9 seconds off the pace. Ich bin jetzt wieder in meiner alten Mut drin irgendwie. Scheiße, zu weit rausgeholt. Sector 3 is 2.2 off the pace.
du das zweimal Geld ist im Auto oder was? I can't. Das eine M-O-O-D-G-E stand, dass du zweimal geaddet. Ach du Scheiße. Ist zum Teufel, okay. Das habe ich schon gesehen in anderen Chats. Scheiße, Mann, ich bin wieder im alten Trott drin. Ich habe mich nach dem Video konzentriert, es so zu machen, wie das steht, aber jetzt bin ich wieder im alten Trott drin. Bin gestern nochmal mit dem Mercedes gefahren, Xentran, und das ist. Der ist. Ich weiß nicht, ich kann den nicht fahren, der ist nur am Rutschen. Ich fand's geil, hat schon Spaß gemacht, aber ich war nur am Rutschen. Also komplett. Ich konnte nichts machen. Aber ich muss sagen, bei dem hatte ich am Anfang auch, ich hatte Über- und Untersteuern. Ich bin vorne weggerutscht, das Heck kam hinten auch, je nach Kurve. Jetzt habe ich mich halt dran gewöhnt, jetzt geht's halt einigermaßen. Das ist, finde ich, total geil, dass man sich an das Auto gewöhnen kann, irgendwie, wenn es jetzt nicht zu beschissen ist. Das habe ich gestern beim Mercedes eigentlich nicht geschafft. Ja gut, wir haben noch Rennen. Mit einem Rennen bin ich einfach nur vorsichtig gefahren. Ich wollte heute eigentlich zum Abschlusstag der Strecke weniger GT3 fahren, deswegen habe ich auch die anderen wieder hinzugefügt, die LMP und die Formel-Dinger. Aber dazu bin ich nicht gekommen. Ja, du bist mit dem Porsche, mit dem Mercedes eigentlich gut gefahren hier, Kenny, die Tage. Sui. Zum Glück muss man diese Modes nicht tippen, sondern kann sie eingeben. Anklicken meine ich. Was für ein Fußballscheiß oder was? Ich muss sagen, bei mir ist das alles ziemlich klein. Ich sehe nicht. Da ist einer im Fußball und freut sich oder ein Tor geschossen oder was? So. Na gut, na gut. Nicht so weit raus, Alter.
Sector 3 is 2.0 seconds off the base. Ich glaube, ich habe zu spät gebremst. Ich wollte eigentlich die Kurve spitz fahren. Ich muss aufpassen, ich tue mich wieder in meine Ding begeben. Ich wollte den Fahrstil ändern und anpassen. Aber ich komme wieder in meine alte Trott. Muss mich gleich mal kurz aufstehen und ohrfeigen. Sector 1 ist 1.3 auf der Base. Ja, natürlich. Fast bin in die Zeit rangekommen und meine eigene. Was sagst du, Pupsi? Jeden Tag hier 8 Stunden Training. Und trotzdem bin ich noch so weit weg davon, überhaupt gut zu sein. World Last Racer. Aber ich trainiere, was gehe ich? Viele bekannte Strecken. Fahre ich viele auf Autos. Probiere ich so viel Skill wie möglich mitzunehmen. Wird gemacht, Chef. Es sind sogar manchmal sogar 10 oder 12, ne? Ich habe jetzt mal nur den Durchschnitt genommen. Ich werde sogar auf... Oh, siehst du? Muss ich increasen. Ich brauche Profiler. Mindestens eine Stunde mehr am Tag increasen. Jetzt nicht auch 27 am Tag kommen. War ich auch so heiß, Pups? Das ist Katastrophe hier. Wohnzimmer 30 Grad, hier in der Küche 27 Grad.
Es ist draußen gar nicht so heiß, aber die Kälte, die anscheinend draußen ist, die kommt hier nicht rein. Wenn manchmal ein kleines Lüftchen weht, das bringt halt gar nichts. Bringt halt null. Ist ja gut, dass ich nur 1,2 Sekunden hinter Xentran bin. Außer er verbessert sich jetzt noch ein paar Mal. Ja, jetzt habe ich... ja, Blödsinn gemacht. Zu schnell die Kurve genommen. Der sagt, der ist im Porsche hier schon im vierten Gang bei dem Ding. Ich finde, die Strecke ist da auch ein bisschen enger hier. Also dem Video. Bestimmt sind die Strecken ACC breiter gemacht, damit es ein bisschen einfacher ist für die Anfänger. Kapi. Also bis jetzt ist das Ding am coolsten, was du da gepostet hast. Wie heißt der nochmal, Fuchsi? Da wo der Typ da wackelt mit seinem Kopf, ist das der Keck W, ne? Der Keck W-Typ da. Mit seiner Mütze. Ja, genau. Der ist nice. Oh, 1,6, okay. Das habe ich nicht gesehen. Was ist das? Ich kenne nur PogChamp. Die geile Echse, wie sie schon immer war. Ich hatte... Ach so, das dreht sich. Okay. Okay, er macht auch dritten hier und hier. Zweiten. Und dann da Vollgas. Genau. Ich weiß nicht, ob der Körper jetzt gewollt war. So wie ich mir dachte, den ganzen Ding da im zweiten Tier beschleunigen erst. Ja, es ist okay, dreht sich und guckt halt näher und da steht irgendwas da, glaube ich.
Jo, was war das jetzt? Differenz 0-0 läuft, okay. Ist ja anders hinsetzt wegen Steißbein. Ich weiß ja nicht, wie diese Curbs in Formel 1 sind. Ich bin da auch nicht so drüber geblättert in Formel 1, wie der so im Video zeigt. Sind die nur bei ACC so tief oder was? Bin mir nicht sicher. Der Glockenläuten hier. Ah ja. Okay. Ja. Ich schaffe halt die erste nicht immer gleich zu bremsen. Fefe ist Ferrari oder was? Ja, AMG ist schwierig. Also habe ich gestern probiert und das war das einzige Rennen, was ich gewonnen hatte. Weil die Porsche hinter mir Fehler gemacht haben, aber nur. Und ich bin ganz langsam gefahren, ganz vorsichtig. Ich finde den okay. Ich meine, würde jetzt auch noch einen neuen nehmen, aber ich fahre noch ein bisschen. Zeit verbessern. Also, kann ich jetzt glaube ich nicht mehr. So einfach. Aber
Passt schon. Oh, wow, 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 was habe ich getan? Ich frage mich halt, ob man den Mercedes so setupen könnte, dass man da auch stabil fährt mit. Weil wenig Power hat er ja jetzt nicht. Aber er rutscht halt wie Sau. Was ich bei dem halt auch gedacht habe, aber... Ich habe heute das erste Mal, ich habe noch nie TCS in ABS geändert, mit dem ich spiele. Ich habe das erste Mal heute im AMG probiert, das zu ändern. Ich habe ABS auf, keine Ahnung, das ist glaube ich Standard 8, ich habe es auf 9. TC habe ich glaube ich auch eins hoch, aber hat auch nichts gebracht. Hab ein bisschen tiefer gelegt, das Auto auch. Reifendruck höher, tiefer gelegt, ABS ein bisschen höher, TCS höher. Aber ich weiß nicht, ich habe trotzdem immer wieder... Rutschen, rutschen. Ich habe jetzt was. Achso, ich kann da vielleicht noch langsamer fahren. Schnell um die Kurve und früher Gas geben. Wie gesagt wurde. War sehr komisch. Wir hatten doch den Ferrari auch auf dem Nürburgring probiert und da war er seltsam. Auf was änderst du denn ABS und TCS? Weil ich habe da jetzt heute das erste Mal was geändert. Also Standard, ich lasse es mal Standard beim Auto. Ist das höher oder tiefer, je nachdem, ob es mehr rutscht oder weniger rutscht oder was? Oder möchtest du, dass es rutscht, dass du mehr Kontrolle hast? Also, also mehr so in die Kurven rein kannst, dass es weniger greift. Scheiße, Schikane, so viel Zeit verloren. Wow. Also ich habe bei mir nichts verändert. Wow. Ich habe bei mir hier nichts verändert am Ding. TC3 in ABS 7. Soll ich das auch mal probieren?
Was habt ihr gesagt? ABS. ABS 10 und TC 9? Echt so viel? Ich habe da nie irgendwas verwurschtelt. Aber ist ja eh schon standardmäßig, oder? Achso, andersrum. ABS 10 und TC 9. Ach, es geht sogar höher als 10, Leute. Also ist das verkehrt rum, so wie das Technik sagte, dass 9 schwächer ist als 1? Oder ist das einfach wirklich die Stärke? Je höher, desto mehr. Aber wo ist denn das, dass weniger mehr ist? Jo. Ach so. Okay, und bei den Stockcars ist es... Wie ist es da? So, weil du sagtest, ABS 10 und CCS 9 habe ich jetzt auch gemacht. Es war halt genau andersrum. Genau, ich bin ja eh drin, okay. Was ist denn jetzt, Mann? Ich kann noch nicht immer... Okay, ja gut. Weil ich nur letztens gehört habe, dass es halt andersrum ist. So bei den Mods, okay. Ich dachte, das wäre standardmäßig so, aber ich habe mich gewundert, warum soll eine hohe Zahl weniger sein? Aber im Endeffekt scheißegal, wie es ist, Hauptsache man weiß es, ne? Sektor 1 ist 1,4 seconds off the base. Aber man findet es zumindest raus, wenn man es nicht weiß. Wenn ich sie so fahre, verliere ich auch wieder zu meiner Zeit. Warum habe ich auf den ersten geschaltet? Es ist so krass, wie ich aus dieser Routine herauskomme. Ich komme dann wieder auf meinen Scheiß. Ich habe mir versucht, beim Video alles einzuprägen, was nur geht. 2 Minuten nach dem Video geschaut habe, ging einigermaßen was, dann habe ich
bin ich gefahren, bessere Zeiten. Ja, kurz 10 Minuten was getrunken bei Schiffen, nachher fahre ich jetzt wieder so mein Trott. Ich bin manchmal wirklich so langsam, das ist der Wahnsinn, ich bin nämlich echt, dass ich überhaupt den, ist so gut, ich wollte gerade sagen, dass ich überhaupt PCR machen kann, ich mache ihn dann mal aus. Glück. Aber ich sage euch hier, Katie und Xantan ist ein Riesenprojekt, was ich hier vorhabe mit dem ganzen Fahren. Und ich weiß nicht, ob ich das stemmen kann. Ich glaube, dass ich mal irgendwann so frustriert sein werde, dass das Skill nicht weitergeht, dass ich dann einfach aufgebe. Kann passieren. Da müsste mir aber, dürfte man nicht böse sein. Also entweder meine Füße machen mir einen Strich durch die Rechnung oder ich bin so verbissen, dass ich dann einfach zu viel will und dann Rückschritte mache. Habe ich manche Tage und dann ist es nur noch, macht es auch keinen Fun mehr. Aber ich tue mich immer wieder darüber hinweg, also das sieht nach einer Stunde wieder anders aus. Ne? Man ist genervt. Deswegen, ich fahr und üb, was das Zeug hält. Und hoffe immer wieder Progress machen zu können. Ich will ja auch mittlerweile nicht mehr aus